Hallo und herzlich willkommen zu einem erneuten Let's Play von Grey Matter. Ja, das Spiel mag ich ohne Ende und ich wollte es zu Ende bringen, aber ich muss dazu sagen, ich habe das Ganze damals mit einer HD Capture Card und mit meinem alten Laptop aufgenommen. Da hatte ich noch keinen Gaming-PC, da hat die Geschichte nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte. Da hat nämlich manchmal auch der Ton ausgesetzt, da musste ich die Aufnahme nochmal starten und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich das auch gestoppt und aufgehört damit. Ja, heute bin ich schlauer, heute weiß ich mehr, hätte ich mir gesagt. Das war auch einer der Gründe, mir einen ordentlichen PC zuzulegen und das mit dem Laptop sein zu lassen. Man sollte doch ordentliche Technik haben, um gewisse Videos aufzunehmen. Ja, ich habe jetzt nicht den High-End-PC, noch nicht. Also ich muss noch einiges einbauen und bestellen. Da kommt noch was dazu. Aber das später. Das im Unboxing-Video, sowas weiß ich. Aber jetzt erstmal zu Grey Matter. Also ich wollte es wieder mal machen und wollte wieder und jetzt diesmal aber vollständig von Anfang bis Ende machen. Und deswegen sage ich für alle, die es schon kennen, die schon wissen, dass ich schon was drin habe. Das hat nichts mit dem alten Let's Play zu tun. Ich bin reifer geworden in YouTube-Videos, denke ich mal. Und ich bin auch anders drauf. Und ja, da war das alles noch so ein bisschen steif und so. Keine Ahnung. Den auf jeden Fall lege ich jetzt nochmal los für alle Neulinge. Viel Spaß jetzt bei Grey Matter. Ich melde mich gleich wieder, wenn die Ladezeit zu Ende ist. Und ich hoffe, ihr habt verstanden, warum und wieso das alles so ist, warum ich das jetzt mache und tue und neu mache. Ja. Das Motorrad ist völlig im Eimer. Ich bin die neue Assistentin für Dr. Ja, wie geht es Ihnen? Ich bin die Assistentin für Dr. Stiles. Also die neue Assistentin für Dr. Stiles. Oh Gott. Hallo, ich bin die neue Assistentin für Dr. Stiles. Ich kann gar nicht glauben, was ich gestern Abend getan habe. Ich muss hier weg, bevor Sie herausfinden, wer ich wirklich bin. Okay, kommen wir zum Tutorial. Das mache ich allerdings komplett, weil ich jetzt auch nicht mehr weiß, wie es funktioniert hat. Ah, hilf Sam bei der Suche nach ihrem Kaninchen Houdini und erlerne dabei die Grundlagen der Spielsteuerung. Du musst zuerst Houdini finden und ihm dann zu fressen sowie zu trinken geben. Okay. Finde zuerst Houdini, sieh dich in Sams Zimmer um und bewege dann den Mauszeiger über jeden Gegenstand. Sollte interessant vorkommt, klicke auf alles. Ja, okay, ja, was ich Mauszeiger, was? Bei dem der Mauszeiger verändert. Houdini klettert gerne auf Betten, aber in diesem ist er nicht. Ich weiß schon, wo der ist.
Mit dieser Pflanze stimmt irgendwas nicht. Nur weiß ich nicht. Ich liebe dieses Bett. In so einem guten Bett habe ich noch nie geschlafen. Nur weiß ich jetzt nicht von der Steuerung her. Mit dieser Pflanze? Ja, ich weiß, mit der Pflanze stimmt was nicht. Okay. Als erstes muss ich Houdini finden und ich bin mir sicher, dass er sich nicht in meinem Rucksack verkrochen hat. Das arme Ding ist da drin, wenn ich mit meinem Motorrad unterwegs bin. Der Rucksack wäre der letzte Ort, an dem er sich verstecken würde. Immerhin hat er hier ein schönes, großes Zimmer zu erkunden. Ja, das stimmt, ich weiß. Dann gehen wir in die Richtung. Ich habe auch, ich weiß nicht, ob man es mit dem Xbox kommt. Mit dieser Pflanze? Ja, dann schau doch mal rein. Wieso geht das denn nicht? Mit dieser Pflanze. Ich kann doch nicht immer die Pflanze anschauen. Da ist Wasser. Aber ich kann es Houdini erst geben, wenn ich ihn gefunden habe. Der ist doch in der Pflanze drin. Güte. Ach, Moment, Leute. Ah, hier oben ist das Sams Tagebuch. Ich muss mal kurz auf die Steuerung schauen. Okay. Also, Liegemaus darfst du natürlich auswählen, rechter Gegenstand in die Hand nehmen, scrollen, zoomen, Fortschritt, Karte, Menü, Tooltips. Das will ich eigentlich nicht machen. Spiel fortsetzen, bitte. Ah, okay, naja. Mit dieser Pflanze? Das ist doch, da ist er doch drin. Warum geht das nicht? Ja, das Tagebuch. Ja, ich weiß, darin wird alles vermerkt, was ich... Ja, wir sind der Houdini erst gegeben, wenn ich ihn gefunden habe. Bla bla bla. Und wie komme ich raus? Hier. Ah, hier ist eine Hand. Mit dieser... Moment, ich habe doch gerade eine Hand gesehen. Och, Mann. Ist das... Houdini! Da bist du ja. Hast du Angst oder wolltest du nur wieder deine Spielchen mit mir treiben, du Fellknäuel, du? Ich habe mir Sorgen gemacht. Niedlich. Rühr dich wenigstens für 10 Minuten nicht vom Fleck, ja? Ja, gut gemacht. Jetzt musst du Houdini nur zu fressen und zu trinken geben. Sieh dich im Zimmer. Ja, das weiß ich. Das zum Beispiel im Rucksack. Ja. Ich hab's ja schon mal gezockt. Ja, es ist nicht. Ich guck hier keine Lösung. Der Daedalus Club in London. Ich werde da schon hinkommen. Irgendwie. Daedalus Club. 5 Pfund sind alles, was ich noch habe. Ich hätte in Liverpool niemals dieses Schrottmotorrad kaufen sollen. Jetzt bin ich völlig abgebrannt. Mein erstes Zauberbuch. Die Tricks sind zwar eher für Kinder, aber die Grundtechnik muss jeder beherrschen. Ohne das Buch gehe ich nirgendwo hin. Ich habe noch ein paar Leckerlis für Houdini übrig. Dieses Kaninchen hat einen gesünderen Appetit als ich. Ja, du hast Karotte gefunden. Gib sie jetzt. Nein, die gebe ich noch nicht. Man sollte immer ein schönes, gutes Kartendeck dabei haben. Ein junges Ding, das alleine reist, sollte mehr als nur ein paar Zaubertricks im Ärmel haben. Houdinis Wasserspender. Dummerweise ist er leer. Erstaunlich, wenn man bedenkt, wie durchnässt ich gestern Abend war. Ein Handtuch ist das über alle Maßen nützlichste, was ein Anhalter besitzen kann. Ich bin fast durch. Ziemlich düster und genau nach meinem Geschmack, aber ich muss es jetzt nicht unbedingt mit mir herumschleppen. Hey, Mom und Dad. Der Regen hat euch scheinbar nichts ausgemacht. Das ist gut. Ein Brief vom Jugendamt damals in Virginia. Den muss ich jetzt nicht mitnehmen. Nein, musst du auch nicht. Es war ja nur, ich muss ja nur finden und suchen und schauen. Eine Wasserkanne. Ach so, das war mit dem Verbinden. Okay. Ja. Ich hab doch hier oben. Ah ja, ich kann nicht auch scrollen. Nein, doch, irgendwie ging das. Der Wasserspender passt an Houdinis Kette.
Ja, der passt. Ah, okay, mit Rechtsklick ist das auf der Hand. Und dann kann ich es füllen. Zauberei. Ja. Oh, ich dachte jetzt, der Ton wäre weg. Houdini muss ganz schön durstig sein. Ja, ich will das doch jetzt tun. Rennt sie eigentlich auch? Ja, sie rennt, also es war gut. Frisches, kühles Wasser. Und es ist ja riesig, die Flasche. Ich jetzt. So, jetzt gibt es etwas für die Beißerchen. Aber schling nicht so, sonst spuckst du wieder die Hälfte aus. Glückwunsch, du hast dich um Houdini gekümmert und das Tutorial abgeschlossen. Jetzt kannst du dich nach Belieben Dretel-Anwesen umsehen. Viel Glück. Ja, das werde ich auch tun. Mitnehmen muss ich nichts mehr. Ich habe ja, glaube ich, alles schon dabei. Ach, das ist wie Hypnose, wenn sie lädt. Ich muss von hier verschwinden, bevor sie herausfinden, dass ich gelogen habe. Aber zuerst muss ich eine Karte, einen Busfahrplan oder etwas Ähnliches finden, damit ich weiß, wie ich hier wegkomme. Diese Gargoyles sehen so aus, als würden sie von einem alten Gebäude stammen. Ich weiß nicht, warum das manchmal so leicht ruckt, das Spiel. Merkwürdiges Im Ton, Gemälde. meine ich. Eine Frau und eine Eule. Gefällt mir. Sieht irgendwie surreal aus. Scheint ein weiteres Schlafzimmer zu sein. Ich glaube, da gehe ich nicht rein. Naja, vielleicht liegt es ja auch nur am Ton. Das ist so. Wenn ich das etwas leiser mache, dass es vielleicht dann nicht mehr so abgehakt ist. Oder man hört es nicht, wenn ich das Keine Spiel. Menschenseele. Und ziemlich ruhig ist es auch. Also wenn ich dann hochgeladen habe, kann es sein, dass es weg ist. Also. Ja, du kannst. Ich weiß, ich brauche jetzt keine Hilfe. Noch nicht. Sie ist hübsch. Sieht ein bisschen wie Grace Kelly aus. Ich frage mich, wer das ist. Sie ist. Da steht für die neue Assistentin. Ich hoffe, dass ich schon längst über alle Berge bin, wenn sie herausfinden, dass ich das nicht bin. Nein, das glaube ich nicht. Du steckst so tief drin in der ganzen Geschichte. Keine Ahnung, wen ich jetzt anrufen könnte. Ich kenne hier niemanden. Und in einer Werkstatt brauche ich auch nicht anzurufen, weil ich mehr oder weniger blank bin. Ah ja, okay. Hier gab es ja noch viel zum Umschauen. Einen Plan, ob ich hier einen gefunden habe, weiß ich nicht. Ich könnte wirklich etwas Geld gebrauchen. Selbst 20 Pfund würden reichen. Ich bin völlig blank. Allerdings lautet das Credo der Zauberer: Nimm niemals Geld oder andere Wertgegenstände an dich. Ich kann einfach nicht. Nein, das hätte ich auch nicht so gewollt. Da liegen weder Karten noch Busfahrpläne herum. Nicht mal eine Adresse. Ah, ich glaube, das muss ich mir woanders herholen. Da muss ich mich schon mal vorstellen. Sind das welche von den Patienten des Doktors? Interessant. Sind das... Okay, ja, interessant. Ich rauche nicht. Ich rauche auch nicht. Ich versuche mal draußen in Die die. beiden geben ein nettes Paar ab. Das Foto ist zwar kitschig, aber sie sehen glücklich aus. Die Küche dann, weil die ist ja schräg gegenüber.
Dr. David Stiles, Neurobiologie. Ich hoffe, er findet eine Assistentin. Dr. David... Okay, sie liest allgemein. Ich dachte, sie liest jetzt die Diplom-Dings, die... Bisschen. Alles nochmal einzeln durch. Hier scheint ja jemand ein richtiger Bücherwurm zu sein. Irgendwann will ich mal eine Bibliothek haben. Nein, das will ich nicht. Ist das wirklich nur der Schreibtisch? Computerschublade, Fotos. Fotos, Globus. Ich muss schauen, ich muss sonst... Das ist aber auch eine Menge. Leider befindet sich auf dem Globus keine Aufschrift, die lautet: An dieser Stelle bist du. Ja, das ist schon klar. Scheinen Familienfotos zu sein. Nichts, was mir irgendwie weiterhelfen könnte. Also, gibt's hier keinen. Gibt einen Aschebecher und Tür zum Sprechzimmer. Geldbeutel habe ich alles schon durchsucht. Ja, ich gehe mal raus. Ich gehe mal. Ah, das muss ich wegdrücken. Das sieht ja. Meine Güte. Ich höre jemanden. Da gehe ich besser nicht rein. Ein Zettel. Plan. Moment, wo finde ich denn hier einen Plan, wo ich bin? Ein komischer Ort für eine Stereoanlage. Vielleicht beruhigt die Musik die Patienten beim Essen. In dem Schrank sind viele CDs, aber keine Landkarten oder Adressen. Habe ich echt keine Ahnung, wo sollte ich denn hier einen Plan bekommen? Weil das hier nützt mir, glaube ich, nichts. Ein Pärchen in einem Boot. Typische Szene für eine romantische Beziehung. Wäre es eine meiner Beziehungen, wäre das Boot mitten im Ozean in einem Sturm. Diese Aquarelle sind schön, ich würde sagen, selbst gemalt. Jemand in der Familie muss ein Künstler sein. Diese Aquarelle... Plan finde und sie auch nicht in Richtung Küche geht. Ich glaube, ich habe gestern ein Schild gesehen. Ich sollte mich hier genauer umsehen. Hoffentlich bleibt das nicht so mit dem Ton. Zentrum zur Erforschung von Wahrnehmungsanomalien. Und ich habe das gestern Abend noch für eine gute Idee gehalten. Ein Schild. Ich muss eine Karte oder etwas Ähnliches finden. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo die nächste Bushaltestelle ist. Das Haus sieht cool aus. Zwar ein bisschen unheimlich, aber mir gefällt's. Schild, bitteschön. Ich liebe diese ganzen alten Gothic-Sachen hier überall. Wirklich ein cooles Haus. Ein cooles Gothic-Haus. Der Turm ist irgendwie merkwürdig, so abseits wie er da steht. Sieht eher wie eine Miniatur oder Nachbildung aus. Da habe ich gestern mein Motorrad reingestellt. Ich werde es wohl stehen lassen. Ist eh nur noch ein Haufen Schrott und die Reparatur wäre viel zu teuer. Ah, ich glaube, hier finde ich draußen irgendwo keinen Stadtplan. Sieht ganz so aus, als könnte es jede Sekunde wieder zu regnen anfangen. Typisch. Ja, da ist kein Plan. Ah, da bist du ja. Ich wollte gerade nach oben gehen und nachsehen, ob du schon wach bist. Oh, hallo.
Du wolltest dich doch wohl nicht davon stehlen, oder? Ich? Ah. Gut, dann komm erst mal zum Frühstücken. Es gibt Ei, Müsli, Toast und Speck. Wäre doch eine Schande, wenn das Essen kalt wird. Boah, echt? Ich meine, danke. Erwischt. Gott, ich bin am Verhungern. Wenn Sie noch nicht misstrauisch geworden sind, macht eine halbe Stunde mehr oder weniger den Braten auch nicht fett. Nein, oder ganze Tage oder eventuell Wochen auch nicht. Lass es dir schmecken, meine Liebe. Nur keine Scheu. Das riecht einfach fantastisch. Ich wusste nicht, wie du die Eier magst. Deswegen habe ich sie so gekocht, wie ich sie am liebsten esse. Aber ab morgen kann ich sie so zubereiten, wie sie dir am besten schmecken. Ich bin nicht wählerisch. Ach, ist doch kinderleicht, egal wie man sie kocht. Und außerdem sage ich immer, dass man ein gutes Frühstück für den Start in den Tag braucht. Oh mein Gott, das sind die besten Eier, die ich jemals gegessen habe. Seine Herrschaft mag sie immer ganz frisch. Alle paar Tage werden wir von einem Bauern beliefert. Du scheinst ja ganz schön hungrig zu sein. Was setzen Sie dir denn drüben in Oxford vor? Oxford? Das Übliche. Außerdem habe ich in meinem ganzen Leben noch nie jemanden gesehen, der so verkühlt, nass und müde war wie du gestern Abend. Ich hoffe doch, du bist den ganzen Weg hierher nicht zu Fuß gelaufen. Gleich am Ende der Straße ist eine Bushaltestelle. Sind nicht mehr als 20 Meter. Der Bus fährt direkt nach Oxford Zentrum. Wow. Freust du dich etwa immer noch über die Eier? Nein, es ist nur, ich kann mein Glück gar nicht fassen. Bevor du gehst, wirf bitte einen Blick auf die Anweisungen, die seine Herrschaft für dich an der Kellertür befestigt hat. Seine Herrschaft? Oh, ich meine natürlich Dr. Stiles. Er arbeitet heute Morgen unten im Labor und will nicht gestört werden. Du hast sicher die eine oder andere Frage. Sei nicht schüchtern und frag einfach drauf los, Samantha. Nennen Sie mich doch Sam. Aber ist ja komisch. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, Ihnen gestern Abend meinen Namen gesagt zu haben. Ich habe das Schildchen an deinem Rucksack gesehen, als ich deine Wäsche gewaschen habe. Du solltest besser deine Oxforder Adresse angeben. Falls du deinen Rucksack verlierst, bringt es dir nichts, wenn er zurück nach Amerika geschickt wird, oder? Ich bin übrigens Mrs. Dalton. Das habe ich dir zwar gestern schon gesagt, aber ich vermute, da hast du schon halb geschlafen. Wer wohnt hier alles? Dieses große Haus muss dir wie ein alter, verlassener Ort vorkommen. Manchmal bin ich mir dessen gar nicht bewusst. Nur seine Herrschaft und ich leben hier. Nur zwei Leute? In diesem riesigen, alten Haus? Er ist nicht gerne in Gesellschaft. Hör mal, er ist manchmal schwierig. Das will ich nicht abstreiten. Aber egal, was du in der Universität aufgeschnappt hast, glaub es nicht. Ich bitte dich nur darum, dir selbst eine Meinung zu bilden. Wenn du das tust und keine schwachen Nerven hast, wird es keine Probleme geben. In Ordnung. Und das Wichtigste, erwähne unter keinen Umständen den Unfall. Ich habe das Schild an der Tür gesehen. Zentrum zur Erforschung von Wahrnehmungsanomalien. Was genau bedeutet das? Das Zentrum war Dr. Stiles Idee. Er hat es mit seinem Freund Dr. Hellborn ins Leben gerufen. Wie aufgeregt sie waren. Sie hatten viel zu tun. Zumindest am Anfang. Dann ist jedoch etwas vorgefallen und, nun ja, er hat das Zentrum geschlossen. Aber was genau sind denn diese Wahrnehmungsanomalien? Hat man dir denn in der Universität gar nichts erzählt? Dr. Stiles hat sich mit Patienten beschäftigt, die einen Schlaganfall, Gehirnverletzungen oder dergleichen erlitten hatten. Er hat immer gesagt, dass diese Fälle ihm mehr Aufschluss über die Gehirnfunktionen geben würden als gesunde Patienten. Ist er jetzt pensioniert? So könnte man es nennen, ja. Er hat seit Jahren keine Patienten mehr gehabt. Wie weit ist London von hier weg? London? 1,5 Stunden, würde ich sagen. Egal, ob mit dem Zug oder mit dem Auto. Auch wenn ich bei dem Verkehr dort niemals selbst fahren würde. Nicht für 1 Million Pfund. Gut zu wissen. Nicht zu weit weg und glücklicherweise dennoch weit genug, so sagt man hier. Wissen Sie, bevor ich nach Oxford gekommen bin, hätte ich nicht im Traum daran gedacht, dass es hier in der Gegend so abgelegene Landstriche gibt. Oh ja, hier ist es ziemlich ländlich. Gott sei Dank. Wie lange braucht der Bus nach Oxford Zentrum? Etwa 30 Minuten. Er hält auf dieser Linie ziemlich oft.
Wenn wir schon dabei sind, auf welchem College bist du eigentlich? Ich glaube, der Studentendienst erwähnte St. Edmund Hall. Oder bringe ich da jetzt etwas durcheinander? Stimmt schon. Ich bin auf dem College St. Edmund Hall. Soll ja ein ziemlich schönes College sein. Ja, schon. Was genau hat die Assistentin von Dr. Stiles eigentlich zu tun? Also aus Ihrer Sicht, meine ich. Wir hatten noch nie eine. Man hat ja doch sicher beim Studentendienst Genaueres gesagt. Hauptsächlich geht es um den lästigen Papierkram. Akten einsortieren, arbeiten am Computer. Solche Sachen eben. Es wird nicht so viel Zeit beanspruchen, dass du dein Studium vernachlässigen müsstest. Ich habe den Leuten beim Studentendienst gesagt, dass es nicht unbedingt eine Medizinstudentin sein muss. Er lässt sowieso niemanden an seine Arbeit ran. Ich nehme an, Medizin ist nicht dein Steckenpferd, oder? Hat mich das Tattoo verraten? Nichts für ungut. Was studierst du denn? Englische Literatur. Na, das klingt doch gut. Ich wollte dich noch fragen, ob du das Zimmer weiterhin benutzen möchtest oder ob du in der Universität schläfst. Das Zimmer? Das Zimmer, das du letzte Nacht hattest. Du kannst es jederzeit haben. Es steht ja sonst sowieso leer. Klingt verlockend. Essen kannst du auch hier. Falls du mal spät dran bist, stelle ich dir das Essen einfach in den Kühlschrank. Ich bin mir sicher, dass eine junge Frau wie du weiß, wie man eine Mikrowelle bedient. Klar. Man hat es mir an der Universität zwar gesagt, aber ich weiß nicht, ob ich es noch richtig im Kopf habe. Wie sieht es neben dem Zimmer und der Verpflegung nochmal mit der Bezahlung aus? Ach, sowas. Du hast wohl wegen gestern Abend Fieber bekommen. Ich dachte immer, die Bezahlung sei den Studenten das Wichtigste. Das stimmt. Aber ich habe mich nach einer ganzen Reihe von Jobs umgesehen. Und es kann gut sein, dass ich da etwas durcheinandergebracht habe. 50 Pfund. Ah, richtig. So hatte ich es auch in Erinnerung. Danke. Ich habe das Gemälde über der Treppe gesehen. Eine hübsche Frau. Ist das die Tochter von Dr. Stiles? Wenn du in diesem Haus zurechtkommen willst, solltest du diese Art von Fragen nicht stellen. Niemals. Geht klar. Tut mir leid. Tja, geht klar. Ich schaue mir erstmal kurz noch die Pinnwand an. Da sind, glaube ich, auch noch ein paar nützliche Infos drauf. Weil die Visitenkarte eines Psychologen. Eine Nummer, die man immer griffbereit haben sollte. Schließlich kann man nie wissen, wann bei einem mal die Sicherungen durchbrennen. Naja, ganz genau. Der Kalender ist völlig veraltet. Der Kalender, die Visitenkarte. Also ihr seht schon, ich benutze keine Hotspots mehr. Und das werde ich auch beibehalten. Mal sehen, ob ich hier noch was erfahre. War jetzt noch was mit irgendeinem Plan? Sie macht einen sehr netten Eindruck. Aber man kann nie wissen. Ja, ich würde sagen, war doch ein guter Neustart, oder? Für Grey Matter. Auf jeden Fall besser als die Videos, die da so nicht so funktioniert haben, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber das, deswegen mache ich es nochmal neu, nur für euch YouTuber da draußen, die Grey Matter noch nicht kennen und vielleicht auch was wissen wollen zwischendurch, wie man da und da weiterkommt. Und ja. Ich würde sagen, bis dahin, bis zum nächsten Part hier bei Grey Matter. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Ihr werdet Spaß, ich hatte es auf jeden Fall und nächstes Mal auch wieder. Bis dann und ciao.